Hey ho Leute und damit herzlich willkommen zu diesem Gwent Guide. Ich möchte euch in diesem kleinen Tutorial zeigen, wie Gwent an sich funktioniert, damit ihr die nachfolgenden Videos von mir besser verstehen könnt. Gwent ist ein Kartenspiel, das bei The Witcher 3 erschienen ist. Da hieß es aber Gwent. Ich habe keine Ahnung, warum sie das I durch ein E ersetzt haben. Fragt mich nicht. Vielleicht hat denen das E einfach nur besser gefallen oder weil die Krone da besser drauf passt. Ihr seht das Logo leider nicht, weil meine Fresse im Weg ist. Am besten kann ich euch die Taktiken und das Board und das Game an sich besser erklären, wenn wir ein Übungsspiel gegen die KI machen. Da ist es nicht von der Zeit abhängig. Dafür benutze ich einfach mal ein selbst erstelltes Deck. Hier oben sehen wir dann auch unseren Gegner. Das ist Eredin. Eredin ist der Hauptheld der Monsterklasse. Und jetzt haben wir hier unsere Hand. Wir können drei Karten davon ersetzen durch andere Karten aus unserem Deck. Ich möchte jetzt weniger auf die Karten an sich eingehen. Dafür werde ich separate Guides machen, wo ich dann die verschiedenen Decks vorstelle. Und zwar möchte ich da mehr das Board und das Spiel an sich erklären. Dafür gebt mir einfach mal kurz ein paar Sekunden. Dann wähle ich mal ein paar Karten ab, die wir nicht brauchen oder jetzt gerade für diese Runde nicht sofort benötigen. Das Ablenkungsmanöver ist gerade, den möchte ich auch nicht behalten. Das ist in Ordnung. Jetzt können wir noch einmal eins abwählen. Wir riskieren es. Jawohl. Okay, das ist auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. So, jetzt seht ihr direkt das Feld. Das Feld ist unterteilt in drei Einheiten. Hier haben wir die Angriffsreihe, die Fernkämpferreihe und die Belagerungsreihe. Die jeweiligen Kreaturen, ihr seht es hier an dem Schwert oder hier an der Armbrust, können jeweils nur in diesem Feld beschworen werden. Es gibt aber Kreaturen, die haben statt so einer Armbrust zum Beispiel, ja so Pfeile, die nach rechts gehen, die können dann in egal welchem Feld beschworen werden. Da kann man das taktischerweise eben aussuchen, je nachdem wie man es eben braucht. So, hier haben wir unsere beiden Heldenklassen. Hier ist es einmal der Eredin. Wenn er sich selber aktiviert, wird er auf das Feld beschworen, hier in der Angriffsreihe, und hat dann 10 Angriffspunkte. Unsere Fähigkeit ist, wir generieren eine exakte Kopie einer Bronzeeinheit auf unserer Seite. Das heißt, wenn wir hier diese Bronzeeinheit, das seht ihr an dem Rand der Karte, auf dem Feld haben und den Man hier quasi die Fähigkeit vom Volltest nutzen, dann wird er einfach mal kopiert aufs Feld mit der gesamten Fähigkeit und der Angriffswertigkeit. Das heißt, wenn dieser Man hier zum Beispiel 10 Angriff hat, dann generieren wir die exakte Kopie, also mit 10 Angriff. So, worum geht's denn in dem Spielchen? Ich spiele erstmal eine Kreatur, dann seht ihr das am besten. Und zwar möchte ich mit einer richtig, richtig guten Kombination anfangen. Und zwar haben wir hier den Eskel. Eskel hat die Fähigkeit, dass er Vesemir und Lambert aus dem Deck beschwört. Machen wir das doch gleich mal. Tada! Tick, Trick und Track. Vesemir dürfte euch auf jeden Fall ein Begriff sein, der Witcher kennt. Jetzt haben wir hier gewisse Punkte. Wir haben 3 und der Gegner hat 12. Der am Ende der Runde die meisten Punkte hat, der hat gewonnen. Drei Runden gibt es insgesamt und 2 davon muss man gewinnen. So, jetzt hat der Gegner wirklich krasse Sachen gemacht. Und zwar hat er eine goldene Karte ausgespielt. Und zwar ist es Karantier. Er generiert Frost, das ist ein Wettereffekt. Und beschwört 2 Diener der wilden Jagd, die zufällig gegen Frost immun sind. Also extrem, extrem heftige Karte. Damit hat er 12 Punkte und noch einen Wettereffekt zugunsten von den Karten beschworen. Also richtig heftig. Damit hat er meine Reihe komplett auf 1 geschwächt. Das macht nämlich Frost. So, jetzt gucken wir nämlich ganz blöd aus der Wäsche. Jetzt jede Karte, die wir jetzt in diesem Frost beschwören, wird auf 1 heruntergesetzt.
Das heißt, wenn ich die hier Beschwörer auf 1 runtergesetzt und schon ist die Karte ziemlich nichtig. Der Effekt wird natürlich trotzdem ausgelöst. Jetzt könnten wir diesen Wettereffekt auflösen, indem wir eine Wetterkarte ausspielen, die eben diesen Effekt hat. Haben wir aber leider gerade nicht. Goldene Karten wie Geralt sind von solchen Wettereffekten nicht betroffen. Das heißt, wenn ich jetzt Geralt spielen würde in diesem Feld, dann würde er nicht auf 1 reduziert werden. Das ist halt der Vorteil von goldenen Karten. So, jetzt müssen wir ganz viele Punkte aufholen, ist aber alles möglich. Und zwar bin ich gerade am Überlegen. Und zwar spielen wir den Haudegenjäger. Der Haudegenjäger hat jetzt unter dieser Armbrust, seht ihr dann so diese 2. Das heißt, in 2 Runden spielt er aus meinem Deck dieselbe Karte. Okay, jetzt hat er wieder Sachen gemacht. Das passiert mal ganz schnell. Ich komme mit dem Erzählen gar nicht hinterher. Ich lese es einfach mal vor. Erhöhe die Stärke aller deiner anderen Kopien von Haudegenjäger um 1, egal wo sie sich befinden. Spiele nach 2 Zügen eine Kopie dieser Einheit aus deinem Deck aus. Also wir müssen diese Einheit auch besitzen. So, solange der überlebt, ist es vollkommen in Ordnung. Wenn aber der nächste beschworen wird, fällt er leider auch auf 1, dadurch, dass hier jetzt auch ein Wettereffekt erschienen ist. Dieser Wettereffekt wurde jetzt von Waldschrat ausgelöst. Das ist auch eine goldene Karte. Und zwar generiert er Nebel und 3 tollwütige Wölfe. Diese hatten schon 1. Also ist es eine optimale Kombination mit Frost, also mit diesem Man. So, jetzt gucken wir noch blöder aus der Wäsche als davor. Ist aber alles überhaupt kein Problem. Bei Gwent geht es auch manchmal darum, taktischerweise zu passen. Das werden wir jetzt auch tun mit diesem Symbol, indem wir einfach hier gedrückt halten. Und passen die Runde. Der Gegner hat jetzt also schon 2 goldene Karten eingesetzt, die einen sehr mächtigen Effekt hatten. Ohne diese eine Wetterkarte hätten wir jetzt nicht mehr viel ausrichten können. Also haben wir jetzt taktischerweise pausiert. Passiert. Sagt man das so? Gepasst. Und der Gegner hat die erste Runde für sich entschieden. Jetzt müssen wir die zweite auf jeden Fall für uns entscheiden. Die Monsterfraktion hat einen besonderen Effekt. Und zwar, behalte bei jedem Rundenende eine zufällig ausgewählte neutrale oder Monstereinheit, die keine Goldeinheit ist, auf deiner Seite. Das heißt, zufälligerweise wurde dieser tollwütige Wolf ausgesucht. Zum Glück, dass es nur die Einzelkreatur war. Unser Effekt ist es, erhöhe die Stärke jeder auf deiner Seite erscheinenden Goldeinheit um 2. Wenn wir also Geralt ausspielen würden, hätte er 14 statt 12. So, jetzt hat er da so einen ollen Frosch gespielt, die Riesenkröte. Wirf eine Nicht-Goldeinheit ab und absorbiere ihre Stärke, ziehe dann eine Karte. Auch wirklich sehr, sehr stark, dadurch hat er jetzt 11 Angriffsfähigkeiten. Okay. Da wir die zweite Runde haben, haben wir 2 Karten nachgezogen. In der dritten Runde ziehen wir dann nur eine nach. So, was haben wir jetzt für Möglichkeiten? Wir haben hier unseren Friedhof. Es gibt Karten, die, zum Beispiel wie sie hier, so eine Feldsanitäterin, zufällig Karten vom Friedhof wieder aufs Feld beschwören. Da möchte ich mich aber weniger aufs Glück verlassen und möchte eine Kombination euch mal zeigen. Und zwar beschwöre ich hier den Armee-Infanterie-Soldaten. Okay, den hat er weggeballert. Ich erkläre euch trotzdem mal den Effekt kurz. Generiere eine exakte Kopie dieser Einheit. Das heißt, ja, er wird einfach noch einmal beschworen. Aber nicht aus dem Deck, sondern es ist, wie gesagt, eine Kopie. Und egal wie stark er ist, dementsprechend wird dann auch die Kopie sein. Was hat der Gegner denn? Der spielt ein absolutes Epic-Deck. Der hat Draug. Zerstöre alle Nicht-Goldeinheiten mit einer Stärke von höchstens 3. Damit hat er uns natürlich gefickt, ne? Gut, da halten wir aber gegen. Und zwar, wir haben die Karte ja noch. Ich kann nicht mehr. Spielen sie einfach aus. Und gucken mal, was er jetzt noch macht. So, ich möchte
den Mann hier spielen. Da wird nicht gebaut. Da kann er wenigstens schon mal die letzte Karte, die wir im Deck haben, beschwören. So, wie ihr seht, hat es jetzt nur noch eine Runde und dann beschwört er die Karte aus dem Deck, die wir jetzt noch haben. Eine ist ja im Friedhof gelandet. So, jetzt möchte ich eine Kombination machen. Und zwar spiele ich in der Fernkämpferreihe eine Kreatur, die eine Kreatur von mir verstärkt. So, der generiert hier feuchtfröhlich, generiere zu Beginn deines Zuges eine niedere Feuer-Genus-Kreatur. So, jetzt haben wir die letzte Karte von uns aufs Feld bekommen. Er hat jetzt aber schon 45. Wir müssen diese Runde aber auf jeden Fall für uns entscheiden. Wie kam er dazu? Er hat den Ghoul gespielt. Der Ghoul hat auch diesen Effekt, dass er eine Karte aus dem Friedhof absorbiert. War sehr, sehr, sehr stark. Gut, wir können hier aber Sachen machen. Und zwar spielen wir die Karte erneut und verstärken diese 7er auf 11. Das ist jetzt nicht allzu schlimm. Jetzt spiele ich diese Karte hier. Du Spaten, ich hab's dir gesagt. Hole die letzte Karte, die ich habe, von dieser Einheit aufs Feld und verstärke die hier. So, er passt. Jetzt werden wir eine ganz tolle Kombination machen. Und zwar werden wir den Effekt unseres Volltests einsetzen. Und zwar... Zerschmettert das Gewürm! Können wir hier unsere Karte kopieren. Und da der Effekt von ihr noch eine exakte Kopie aufs Feld bringt, haben wir jetzt zwei extrem krasse Kreaturen auf dem Board. Und damit mehr Punkte als der Gegner. Und somit, wenn wir jetzt passen, die Runde für uns entschieden. Also kommt es dann in der nächsten Runde auf den Sieg an. So, wir passen die ganze Sache. Und schon steht es 1-1. Okay, jetzt wird wieder der Effekt ausgelöst. Wir haben Glück und es ist nur dieser niedere Feuergenius. Wir sind wieder am Zug. Wir haben jetzt die Philippa Eilhardt gezogen. Die ich weiß nicht, ob sie jetzt mir da ganz viel bringt. Aber gegen Monsterdecks ist sie eigentlich ganz gut. So. Wir spielen als erstes Geralt. Er bekommt durch die Fähigkeit unserer Fraktion zwei Angriff dazu. Okay, was war das jetzt? Er hat Gruftvibe gespielt. Entferne alle Nicht-Gold-Einheiten auf deinem Friedhof aus dem Spiel und erhalte für jede entfernte Einheit eine Stärke. Okay, das ist krass. Aber ist überhaupt kein Problem für uns, denn wir haben Philippa Eilhardt. Die wird uns da doch sehr, sehr nützlich sein. So. Dann spielen wir noch den Man. Das ist sehr, sehr doof. Jetzt möchte ich eine Kreatur beschwören und wir haben leider sehr viel Pech. Und zwar wurde Wesemir beschworen auf dem Feld, das gerade Frost hat. Das ist sehr, sehr doof. Das ist sehr, sehr doof. Das Einzige, was wir jetzt noch machen können, ist mit dem Horn des Kommandanten unsere Kreaturen etwas verstärken. Jetzt war es natürlich jetzt nicht das, die größte Verstärkung, leider. Jetzt haben wir die Qual der Wahl. Wo möchten wir denn die Philippa Eilhardt spielen? Die spielen wir in dieser Reihe, da bringt sie am meisten. So, sie hat jetzt den Effekt. Setze die Stärke aller anderen Nicht-Gold-Einheiten in dieser Reihe auf 1. Wir haben leider das Spiel verloren. Da war der Computergegner doch ein bisschen imba. Ist jetzt aber nicht schlimm. Ich wollte euch eigentlich nur
klären, wie das Spiel an sich funktioniert. Ich hoffe, das ist angekommen. Und da seht ihr die Auswertung. Wir haben in der ersten Runde 4 Punkte generiert. Der Gegner 22. In der zweiten haben wir 54, er 44. Und da konnte er uns dann leider schlagen. Mit seinen vielen Wettereffekten. So, okay. Das soll das kleine Tutorial gewesen sein. Hinterlasst mir doch ein Abo. Dann verpasst ihr auch die nächsten Folgen nicht. Und ein Däumchen nach Däumchen, ich würde mich mega freuen. Ansonsten sehen wir uns in den nächsten Folgen. Da folgen dann Guides über die verschiedenen Decks. Okay, Leute, wieder einschalten. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.